Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe noch ein paar Nachworte zu den 70-Jahr-Wochen. Da sind jetzt jede Menge Antworten eingegangen bei mir, worüber ich mich sehr gefreut habe. Viele haben auch alternative Rechnungen aufgemacht und sich sehr detailliert auch dazu dann zum Teil geäußert. Finde ich gut, finde ich schön, weil in so einem Diskurs kann man immer sehen, ob die einzelnen Aussagen und Behauptungen auch Bestand haben. Vor allem dann, wenn man sie mit dem Bibeltext vergleicht, vor allem mit dem, was der Engel dem Daniel gesagt hat, was zu erwarten ist und was kommen wird. Bei all diesen Aussagen oder bei vielen Aussagen meine ich zu sehen, dass wenn Rechnungen angestellt werden, die zu anderen Ergebnissen kommen, dass man damit eigentlich wieder zurückgehen müsste, wenn man fertig gerechnet hat und sein Ergebnis vorliegen hat und das vielleicht auch mal überprüft hat an außerbiblischen Quellen, dass man dann wieder zurückgehen muss zum Bibeltext und eigentlich zu Gott zurückgehen muss im Gebet und sagen muss, das, was ich hier gefunden habe, ist das in Übereinstimmung mit deinem Wort? Ist das in Übereinstimmung mit dem, was du gesagt hast? Weil diese Rückkopplung ist extrem wichtig, weil man sich so schnell verliebt in die Ergebnisse, die man dann vielleicht bekommen hat. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall gewesen, als ich dieses Büchlein geschrieben habe zum Propheten Daniel. Da habe ich dann den Text oder meine Auslegung aufgeschrieben, habe die dann ein paar Tage liegen lassen und habe die dann Korrektur gelesen und habe immer gesehen, dass ich von Schenkeln geschrieben habe. Dann habe ich Schenkel durchgestrichen und habe da Beine hingeschrieben. Da habe ich weitergelesen, im nächsten Absatz kam wieder Schenkel, habe ich das durchgestrichen, wieder Beine hingeschrieben. Und das habe ich so 10, 12 Mal gemacht, bis ich irgendwann gedacht habe, wie komme ich denn eigentlich auf Schenkel? Wieso habe ich denn da Schenkel geschrieben? Und das sind doch Beine, das sind doch zwei Beine. Und dann habe ich den Bibeltext aufgeschlagen und habe dort gelesen und sehe, dass da tatsächlich Schenkel steht. Und dann habe ich verschiedene Bibelübersetzungen mir zu Rate genommen und habe da nachgeschaut. Die habe ich auch in einem Video euch auch gezeigt, was ich da so gesehen habe. Und habe gesehen, es gibt auch Übersetzungen oder Übertragungen, die schreiben dann tatsächlich auch Beine. Oder in den englischen Übersetzungen, da steht auch Legs, Beine. Aber die Engländer haben so ein bisschen Probleme mit Beinen und mit Schenkeln. Die Schwaben haben das auch, die sagen immer die Fies. Die Fies ist aber nicht Füße, sondern die Fies gehen beim Schwaben bis zur Hüfte. Der Schwabe meint, wenn er sagt die Fies, meint er seine ganzen Beine. Das sind so sprachliche Ungenauigkeiten. Oh, habe ich gedacht, jetzt geht es aber nicht ums Schwäbische und auch nicht ums Englische. Es geht ums Hebräische und noch genauer ums Aramäische. Also habe ich das Aramäische mir dann aufgesucht in der Internetseite, habe das dann angeschaut, dieses Wort Schock, wo kommt das Wort her? Dann habe ich das so mir so ein bisschen zurechtgelegt und gearbeitet. Dann war ich mir aber nicht sicher, weil ich halt kein Aramäisch spreche. Da habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Habe ich das Stuttgarter Bibelinstitut angeschrieben und die haben mir sehr freundlicherweise darauf geantwortet und haben mir bestätigt, dass dieses Wort Schock Schenkel heißt. Dann ging es mir aber auch um die grammatikalische Form. Ist das Singular, Einzahl? Ist das Plural, Mehrzahl? Oder ist das eine Dualform? Die gab es nämlich auch damals. Diese Dualform ist Eltern. Gibt es nur im Dual, ja? Das gibt es nicht im Singular oder im, da sagt man einen Elternteil, ja? Weil das nur ein Teil von Eltern ist. Eltern ist ein Dual. Und so eine Form gab es damals halt auch. Und habe ich gefragt, ist denn dieses Wörtlein Schock vielleicht auch ein Dual, sodass man sagen könnte, das sind halt zwei Schenkel, zwei Schlägel, ja? Gibt es ja auch diese Begrifflichkeiten im Deutschen. Und die haben gesagt, der Dual und der Plural, die sind verschmolzen irgendwann ineinander und man kann das im Plural sehen, dieses Wort Schock, und darf das auch, sodass man auch sagen kann, das sind halt vier Schenkel, wie es halt auch vier Diadochen waren. Ich will euch damit nur zeigen, das, was ich dann da ausgearbeitet habe, das habe ich nicht nur einfach mir hier ausgedacht und dann irgendwo hingeschrieben, sondern ich habe mich da auch rückversichert und auch bei Profis nachgefragt, die sich mit dem Aramäischen sehr gut auskennen. Wir hatten einen längeren E-Mail-Kontakt. Ganz herzlichen Dank dafür auch an die Bibelgesellschaft in Stuttgart. Das war ganz, ganz wertvoll. Das ist die Gesellschaft, die die Lutherbibel in Deutschland
verlegt. Ja? Also das sind Leute, die ein gewisses Gewicht haben, auch wenn man die fragt um solche Themen wie so eine grammatikalische Form von einem aramäischen Wort. Und ich war froh darüber, dass die mir da geantwortet haben drauf. So versuche ich das möglichst sauber auch dann am Bibeltext zu untersuchen und mit den Ergebnissen, die ich habe, das immer wieder mit der Bibel abzugleichen. Das ist ganz wichtig. Also ich habe das selber so erfahren, auch weil ich diese Ausarbeitung da gemacht habe und mich selber dann verschlimmbessert habe bei der Korrektur, weil ich Schenkel immer durchgestrichen habe und Beine hingeschrieben habe. Und nachher musste ich die ganzen Pseudokorrekturen alle wieder löschen und sehen, da steht wirklich Schenkel. Und da geht es halt um vier Schenkel, weil auf Alexander den Großen folgten vier Diadochen. Ein menschliches Standbild hat vier Schenkel, zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel, zwei starke Schenkel, die Oberschenkel. Das waren die Ptolemäer und die Seleukiden und zwei schwache, zwei Unterschenkel. Das war Kassander und Lysimachos. Und so ergibt sich dann plötzlich ein ganz sauberes, auch belegtes Ergebnis, mit dem man dann auch arbeiten kann. Bei den 70-Jahr-Wochen ist das auch so. Ja? Also ich freue mich sehr darüber, dass ich das habe finden dürfen, weil das auch so plastisch ist und man das nachrechnen kann. Da geht es nicht um irgendwelche Formen von Behauptung, da geht es um Zahlen. Ja? Das muss man rechnen. Und Zahlen, sagt man, die sind grausam, weil die so korrekt sind. Die sind entweder falsch oder richtig. Da gibt es nichts dazwischen. Ja? Das ist entweder schwarz oder weiß. Und wenn man nicht sauber rechnet und wenn man keine saubere Datenbasis hat, dann kann man so gut rechnen, wie man will, dann kommt man immer zu einem falschen Ergebnis. Immer. Weil das falsche Ergebnis ist schon vorprogrammiert. Weil die Zahlen einfach ganz, ganz gnadenlos abbilden das, was man da aussagen will. Ja? Das ist 0 oder 1. Ja? Und das kann mal auf Kommastellen, kann das variieren, wenn da irgendwelche Rundungsfehler drin sind. Aber Zahlen sind halt einfach exakt. Deswegen sagt der Jurist auch Juris non calculat. Der Jurist rechnet nicht, weil er weiß, dass er sich da auf ein Gebiet begibt, das nicht mehr anzufechten ist. Das kann man einfach selber nachrechnen und dann sieht man, ob das richtig oder falsch ist. Deswegen überlässt der Jurist die Zahlen und das Rechnen Sachverständigen. Ja, die müssen dann diese grausame Arbeit tun und die kann man auch dann aufs Ergebnis verpflichten. Und man kann 30 Jahre später noch die Gutachten rausholen, kann sehen, ob die richtig oder falsch waren. Ja? Und das ist halt so bei den 70-Jahr-Wochen, da kann man halt rechnen. Und ihr wisst ja, dass da jede Menge Rechnungen auch angestellt worden sind. Gerade diese Umrechnung von Sonnenjahren in Mondjahre mit 173.880 Tagen, die dann wieder zurückgerechnet werden und dann kommt man auf neue Jahreszahlen. Und diese ganze Rechnung ist in sich natürlich richtig. Ja? Inwieweit jetzt dann Schaltjahre da berücksichtigt, weiß ich nicht, ob der Engel das gemeint hat, das wage ich aber sehr stark zu bezweifeln. Denn der spricht ja nicht von Tagen und Umrechnungen etc. Und ihr wisst ja auch, die ganzen Anfangszeiten da Artaxerxes zu nehmen, man hätte genauso gut Darius nehmen können und eigentlich müsste man Kyros nehmen, weil der hat das erste Edikt erlassen. Das heißt, da sind also willkürliche Anfangspunkte gewählt worden, dann mit einer rein mathematisch jetzt nicht so komplizierten Rechnung, 69 Jahrwochen umzurechnen in Jahre und dann in Tage und dann wieder zurück in Sonnenjahre, das ist ja relativ, kann man eigentlich ab der vierten Klasse kann man sowas rechnen. Der Knackpunkt bei der ganzen Sache ist, dass man, nachdem man dieses Ergebnis hatte, 32 nach Christus und das auf Jesus Christus dann gerechnet hat, auf seinen Tod, dass man mit dem Ergebnis nicht mehr zurückgeht und das mit der Bibel abgleicht. Und das ist auch bei vielen Kommentaren der Fall gewesen oder Mails, die ich dazu bekommen habe. Da werden dann immer Alternativrechnungen vorgeschlagen. Aber man kann die relativ schnell auch überprüfen und plausibilisieren, indem man einfach zum Bibeltext zurückgeht und genau auf das achtet, was der Engel sagt. Er sagt halt vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut wird, bis auf einen Fürsten, den Gesalbten sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Ja, da soll ein Fürst kommen. Jeweils kein König. Jemand hat geschrieben in den Kommentaren, ich will ihn nicht persönlich da kritisieren, ja, er hat es ja auch öffentlich geschrieben, deswegen sage ich das hier auch öffentlich, dass Nabonaid im Jahr 556 babylonischer König wurde und dass der geherrscht hat, solange bis Kyros ihn dann irgendwann abgelöst hat, ich glaube 20 oder 30 Jahre später.
Das mag alles sein, aber Nabonaid oder Nabonid ist in der Bibel nicht erwähnt. Der wird in außerbiblischen Quellen erwähnt, in Qumran-Rollen mal irgendwo erwähnt, aber in der Bibel selber ist er nicht erwähnt. Und er war ein König. Der Engel sagt aber nicht, da kommt ein gesalbter König, der sagt, da kommt ein gesalbter Fürst. Als Kyros an die Macht kam, das war 556 vor Christus, da wurde er zum König. Ja, der war 559 aber schon aktiv, da war er noch kein König, da war er noch ein Fürst. Und diese Jahreszahlen, die muss man miteinander abstimmen mit dem, was der Engel in dem Kapitel 9 von Daniel sagt. Da ist mir eigentlich aufgefallen und das wird eigentlich daran auch sehr schön sichtbar, kann es sein, dass wir Aussagen, Glaubensaussagen, die wir machen, die wir an anderer Stelle machen, genauso wenig abgestimmt sind mit dem Text der Bibel. Was ist denn mit Themen der Nachfolge? Was ist eigentlich mit dem Thema Gesetz, Gesetz und Gnade? Was ist mit der Frage, ob wir die 10 Gebote noch halten müssen oder nicht? Was ist überhaupt mit der Frage des Gesetzes des Geistes? Hat man das auch mit der Bibel nochmal abgeglichen? Wieso vermischt man Gnade und Gesetz miteinander? Ein Stückchen halten wir das Gesetz und wo wir das Gesetz übertreten, haben wir ja die Gnade Jesu. Ja, so baut man sich dann so eine Mischstruktur zusammen, die so zwischen Arminianismus und Calvinismus irgendwo angesiedelt ist. Müsste man damit nicht auch immer wieder zum Bibeltext zurück? Also ich kann euch sagen, ich habe Daniel 2 mit dem Standbild, das habe ich 40, 50 Mal gelesen. Genauso Daniel 9, Daniel 11. Das ist über Jahre hinweg gegangen. Ja? Und immer wieder geht es darum, was steht geschrieben. Und deswegen frage ich mich manchmal, ist es mit anderen Themen vielleicht auch so, dass man sich irgendwo abgelöst hat von dem, was die Bibel eigentlich sagt und sich in so eine Theologie irgendwo reinbegeben hat oder in so ein Lehrgebäude über Gesetz, über Themen zur Gnade. Was ist mit dem Thema Zungenrede? Hat man sich bei der Zungenrede vielleicht auch schon vom biblischen Befund gelöst, weil man dieses Phänomen heute sieht in Gemeinden, weil man erzählt bekommt, es wäre vom Geist Gottes, er würde einen erbauen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Zungenrede aufgehört hat. Ich glaube auch, dass ich das zeigen kann, dass man das sehen kann an der Bibel. Aber dazu gehört auch eine ergebnisoffene und eine wahrhaftige Beschäftigung mit Gottes Wort. Und da habe ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen, weil dieses Phänomen der sogenannten Zungenrede, die wir heute sehen, auch sehr verbreitet ist. Ja? Und mir scheint, dass man da mehr aus der Erfahrung und aus dem persönlichen Erlebnis und aus der Emotion raus urteilt, als dass man das mit dem Text der Bibel, dem, was zum Beispiel Paulus über die Zungenrede schreibt, was in der Apostelgeschichte steht, was der Sinn der Zungenrede überhaupt gewesen ist, wie die ausgeübt wurde, da hat man sich vollkommen gelöst von. Ja, man sagt, ich erlebe das aber so. Ja, und mich erbaut das aber. Da fängt das dann schon an. Ja, ist das denn dann die Erbauung, die Bibel meint? Da steht Oikodomenos, das kommt von Ökonomie, kommt zum Beispiel auch davon. Ja. Da geht es um Hausbau. Stein auf Stein, nüchternes Aufeinandersetzen von Steinen, baukonstruktive Errichtung von Gebäuden. Das steht dort. Aber Erbauen heute im modernen Sprachgebrauch hat was mit Gefühl zu tun. Ja? Ein erbauliches Musikstück, ein erbaulicher Sonnenuntergang. Das ist eine Emotion, die man da hat. Und dieses emotionale Verständnis von Erbauung, das wird immer in der Argumentation bei der Zungenrede angewendet. Aber das steht in der Bibel. Das steht da nicht. Und das verstehe ich natürlich, wenn jetzt Menschen, die diese sogenannte Zungenrede praktizieren, vielleicht auch schon lange praktiziert haben, wenn die dann mit diesen Bibeltexten konfrontiert werden, dann wehren die sich natürlich erstmal dagegen. Das ist ja ganz normal, weil diese persönliche Erfahrung der sogenannten Zungenrede, die geht natürlich sehr, sehr tief. Und maßgebliche Anteile des persönlichen Glaubens werden darauf ja aufgebaut. Ja? Und dann fragen natürlich auch alle, ja, habe ich denn einen bösen Geist dann? Willst du etwa behaupten, ich hätte einen bösen Geist? Dann sage ich mal, ich weiß das nicht, weil ich dich nicht kenne persönlich. Ja? Ich weiß nur eins, dass dieses unverständliche Gestammel, das von den, die Zungenrede praktizieren,
Wenn die das selber nicht verstehen können, können die nach biblischem Befund auch nicht erbaut werden. Denn die Zungenrede muss ja ausgelegt werden, sonst kann die Gemeinde nicht erbaut werden. Ja? Aber wenn der, der die Zungenrede praktiziert, sich dadurch erbauen kann, dann muss er verstehen, worum es geht. Das sind so Punkte, wo ich große Fragezeichen habe. Und gerade bei diesen 70-Jahr-Wochen, glaube ich, da kann man das sehr schön sehen, dass man sich sehr schnell, wenn man sich so in so ein Rechenergebnis irgendwie verliebt hat, dann vergisst, zum Bibeltext zurückzugehen und das unter Gebet vor Gott zu legen und zu sagen, gib mir da Licht für, Herr. Ist es das, was du meinst, oder ist es etwas anderes? Und was meinst du da genau? Und sich auch Zeit lässt dann dabei, bevor man solche Behauptungen dann aufstellt. Weil gerade mit den Sachen, die ich hier mache, begebe ich mich ja oftmals in Wespennester oder in Minenfelder. Ja? Und da fliegen einem schon mal da die Splitter um die Ohren. Und da muss man genau wissen, was man tut und auch genau wissen, was man behauptet. Und das muss man zeigen am Bibeltext. Ja, das ist ehernes Gesetz in jeder theologischen Ausbildung, die halbwegs ordentlich sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Die Bibel legt sich mit der Bibel aus und es geht darum, was steht geschrieben. Luthers großes Thema. Ja. Natürlich haben sich Religionsformen rausgebildet, die immer wieder mehr ins Mystische gegangen sind, in das persönliche Erleben, der Pietismus. Ja, war so ein bisschen Wegbereiter für die Charismatik, für die Pfingstauslegung, für dieses Thema der persönlichen Erbauung, der Zungenrede, der Wunder, der Heilungen und so weiter. Da war der Pietismus, der dann sich abgelöst hat von diesem kalten, analytischen, reformierten Denken oder von diesen Lehrsätzen vom Luther, die vielen Christen dann einfach zu kühl waren und vielleicht auch in den Nachfolgepredigern und Nachfolgejahren und Jahrzehnten der Reformation dann vielleicht auch oftmals sehr kühl, kalt und sehr, sehr weit weg den Menschen vorgekommen ist, ja, und vielleicht auch so gepredigt wurde. Und dann hat man sich mehr so nach so einem etwas warmen Glauben gesehnt und daraus ist der Pietismus dann irgendwo gekommen, der sehr viel Wert auf die persönliche Frömmigkeit, auf das persönliche Erleben, auf die persönliche Beziehung zu Jesus Christus konzentriert hat. Und durch dieses persönliche Erleben hat dann irgendwann natürlich auch das Bedürfnis gefördert, Manifestationen des Glaubens jetzt schon auch zu haben. Und da war die Zungenrede natürlich, war der Zungenrede Tür und Tor geöffnet, ja, weil das ein echtes Phänomen war, vermeintlich, was man gedacht hat, das jetzt auch beweist, dass man gläubig ist. Also ich verstehe die Probleme sehr gut von den Leuten, die in Zungen reden, in vermeintlichen Zungen, ich sage das nochmal, weil ich glaube, dass man sehen kann an der Bibel, dass das existierende Sprachen waren. Und auch um das noch zu ergänzen, weil wir gerade jetzt dabei sind, Gott ging von Israel weg. Wohin? Zu den Völkern der Welt. Und deswegen lässt er zu Pfingsten, als die Gemeinde Jesu Christi durch den Geist Gottes in Jerusalem gezeugt wurde, lässt er durch Zungen für Sprachen, die großen Taten Gottes in den Sprachen der Völker verkündigen, von den Aposteln, zu denen er gehen wollte. Das ist der Sinn der Zungenrede. Damit war die Zungenrede aber gleichzeitig dann auch ein Gerichtszeichen gegen Israel, denn die Zungenrede hat damit Die biblische Zungenrede von damals hat damit ausgedrückt, dass Gott seinen Namen nicht mehr in Hebräisch loben lässt, sondern in den Sprachen der unbeschnittenen Völker, der Heiden, der Goyim. Warum? Weil er zu den Goyim gehen wollte und sein Volk Israel verlassen würde. Das heißt, dieses Phänomen der Zungenrede damals war ein Gerichtszeichen gegen Israel, so wie Paulus auch schreibt, und wenn er Jesaja zitiert, ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, zu Israel, und sie werden mich auch so nicht hören. Ja? Also sind die Zungen gegeben zum Zeichen den Ungläubigen und nicht den Gläubigen. Damit meint Paulus, die Zungenrede ist gegeben den ungläubigen Juden zum Gerichtszeichen und nicht der gläubigen Gemeinde Jesu. Ja? Zum Gericht oder auch zum Segen. Das war eine Nebenwirkung, ja, dass die durch die Zungenrede dann auch das Alte Testament erklärt bekamen. Damit schließe ich das mal ab. Ihr müsst, wenn euch das interessiert, schaut euch die Clips an über die Zungenrede. Da ist es im Detail auch beschrieben und auch mal ein bisschen im Zusammenhang gestellt. Gibt es auch alttestamentliche Stellen drüber, denn auch da ist es so, dass auch die Zungenrede im Alten Testament schon angedeutet ist. Alles, was wir im Neuen Testament finden, ist im Alten Testament schon angelegt. Ja? Und meine Frage ist nur die, haben wir uns in anderen
Lehrthemen, Glaubensthemen vielleicht genauso weit vom Bibeltext entfernt, wie in Daniel 9 mit der Berechnung der Jahrwochen. Wenn das so wäre, glaube ich, hat das noch viel gravierendere Auswirkungen, als sich in Daniel 9 zu verrechnen. Weil bei diesen anderen Themen, gerade speziell über Gesetz und Gnade und auch bei der Zungenrede, geht es um unser Glaubensbild und um unser Gottesbild. Und wenn da falsche Lehren reinkommen, die nicht mehr am Bibeltext sich orientieren, das ist gravierend für die Zuhörer, die unter so einer Verkündigung dann sitzen. Denn die werden entweder in die Freigeistigkeit und in die Schwärmerei geführt und in die Glaubensbeliebigkeit, wo alles möglich ist, oder sie werden in eine Gesetzlichkeit geführt, die sie traurig macht und deprimiert und irgendwann vom Glauben abschreckt. Das Wort Gottes, das führt uns in die Freiheit, in der gleichzeitigen Gebundenheit an unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine ganz feine Balance, die da im Wort Gottes uns gezeigt wird und die es gilt, in der Predigt durch die Pastoren, durch die Prediger der Gemeinde zu übersetzen, auszulegen, zu erklären. Ganz ähnlich wie bei der Zungenrede, bei der biblischen, die musste auch ausgelegt werden. So muss auch Gottes Wort ausgelegt werden. Warum? Weil dadurch Erbauung entsteht. Keine emotionale Erbauung, auch. Ja, ich schließe das überhaupt nicht aus. Aber zunächst einmal ein nüchternes Aufgebautwerden, befestigt werden in den Wahrheiten der Schrift durch die Kenntnis dessen, was geschrieben steht. Das muss der Pastor der Gemeinde übersetzen. Das muss der Pastor der Gemeinde auslegen. Er muss ihnen dieses Wort Gottes nahe bringen. Das ist sein Job. Und wenn die Zuhörer dann die wunderbaren und wunderschönen Wahrheiten der Bibel in der Predigt verstehen, dann sind sie erbaut. Dann fühlen sie sich auch erbaut. Dann freut man sich auch. Ja? Dann lächelt man auch. Dann ist man glücklich, weil man das Evangelium gefunden hat, die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft macht froh, ja? Weil wir Jesus Christus gefunden haben. Und dann wissen wir, dass wir nicht klugen Fabeln gefolgt sind, sondern dass wir die Wahrheit gefunden haben. Und dieses Bewusstsein, in der Wahrheit Christi zu sein, das macht den Menschen gewiss und zuversichtlich und stabil. Geistlich stabil, aber auch psychisch stabil. Und damit komme ich zum Schluss. Diese psychische Stabilität, die brauchen wir in so Zeiten wie heute. Ja, wo es hin und her geht und kaum jemand weiß, wie es weitergeht. Viele haben Angst um ihre Existenz. Viele wissen nicht, wie die Zukunft aussieht und sorgen sich auch um ihre Kinder. Ja, und diesen ganzen Irrsinn, den wir da erleben im Moment. Auch in solchen Zeiten und vielleicht gerade in solchen Zeiten ist der Glaube ein fester Anker. Deswegen schreibt die Bibel, dass Jesus Christus der Fels ist, auf dem wir uns gründen, weil wir eine begründete Hoffnung haben, ja? Und auch solche Zeiten wie jetzt aus dem Glauben raus verstehen und ab und zu uns flüchten in einem Psalm oder flüchten in einen Bibeltext, ja, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, Gott ist im Regiment, Gott weiß die Dinge alle, Gott führt seine Gemeinde mitten wie ein Schifflein durchs tobende Meer und sorgt für uns, ja? Das ist was Feines. Vielleicht noch eine Sache abschließend. Mein Kanal ist eigentlich kein so ein Kanal, wo es so um Glaubens... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mein Kanal ist eigentlich ein Bibelstudierkanal. Ja? Mein Kanal ist nicht, wenn ich Pastor wäre in der Gemeinde, dann würde ich diese Themen, die ich hier so ausführlich behandle, höchstens mal am Rand behandeln, weil das für viele Menschen sehr schwierig ist, das nachzuvollziehen. Mein Kanal ist aber ein Bibelstudierkanal. Der hat einen anderen Fokus, als ich den setzen würde, wenn ich jetzt in der Gemeinde irgendwo Prediger wäre. Ja?
Da muss man über andere Themen sprechen. Da muss man sprechen über Gesetz und Gnade. Da muss man sprechen über die Himmelreichsgleichnisse. Da muss man sprechen über, wie funktioniert die Erlösung? Was hat Christus auf Golgatha für uns getan? Wo kann man das sehen im Neuen Testament? Wie kann man das im Alten Testament sehen? Und den Menschen erklären, dass das die Botschaft ist, die sie zum Heil ruft und zum Leben ruft. Ja? Und dann kann man am Rande diese Themen auch mal machen, die ich hier mache, die so sehr, sehr prophetisch sind. Aber mein Kanal hat eigentlich den Kernzweck, die Bibel zu studieren. Für mich war die Frage, wie weit kann ich kommen, wenn ich die Bibel wörtlich nehme? Ich sage es mal so ganz verkürzt, verknappt, vielleicht auch falsch, ja, mag vielleicht der eine oder andere Anstoß nehmen dran, ist mir aber gleich. Wie weit kann ich kommen, wenn ich das Wort Gottes als absoluten Maßstab erachte? Als absolut wahr. Wie weit komme ich da? Komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, hier sind aber Widersprüche, hier stimmt was nicht, hier ist was schief, ja, hier widerspricht sich die Bibel, ein Text mit dem anderen. Wie weit kann ich kommen? Das war eigentlich meine Frage, und die ich mir vor Jahren gestellt habe. Und dann habe ich angefangen, die Bibel richtig zu studieren, richtig zu lesen, richtig zu durchforschen, soweit wie mir das möglich ist. Und ich kann heute sagen, mein Glaube ist dadurch nur fester geworden, gewisser geworden, fröhlicher geworden, zuversichtlicher geworden. Und je tiefer ich in dieses Wort eingestiegen bin, desto mehr muss ich sagen, das ist alles wahr, was die Bibel sagt. Das ist alles wahr. Vieles ist in der Mainstream-Theologie nicht richtig gut durchdacht worden, und bei näherem Hinschauen muss man sagen, das sind die ein oder anderen Deutungen, jetzt zum Beispiel Daniel 9, nicht belastbar, wenn man die mal wirklich auf den Prüfstand stellt. Ja. Das war zu erwarten, aber der Text selber, der Text der Bibel selber ist absolut zuverlässig, und ich glaube mittlerweile, und ich muss vielleicht anders sagen, geglaubt habe ich das immer schon, aber ich habe eigentlich den Beweis dafür durch mein Bibelstudium gefunden, dass die Bibel bis aufs i-Tüpfelchen, bis aufs Jota wahr ist. Und wenn Jesus dann sagt, dieses Wort wird nicht hinfallen, also eher werden Berge und Hügel hinfallen, als dass auch nur ein Jota von diesem Wort vergeht, dann habe ich so ein ganz vollherziges Ja. Ja, das glaube ich, das ist so. Und das heißt, mein Studieren der Bibel führt mich dazu, den Worten Jesu zu glauben. Das ist was Schönes. Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für jemanden, der die Tageslosung liest und es dabei dann irgendwo bewenden lässt. Ja? Aber die sich tiefer für die Bibel interessieren und für den Glauben an Jesus Christus und die das belegt haben wollen an der Bibel, die sind hier richtig. Ja, das ist das, was wir machen. Wenn ihr neu zu dem Kanal kommt, schaut euch doch einfach mal die ersten Videos an. Also die sind ja alle durchnummeriert nach Kapitel 00. Dann gibt es Kapitel 01, 02, 03 und dann geht es immer weiter. Es wird nicht langweilig, wenn ihr die Videos ganz am Anfang anschaut. Ist nicht so, dass ihr denken müsstet, oh, weil mir ging das dann so. Ja? Dann denke ich, oh, jetzt soll ich da von dem die Videos anschauen, die der da vor 4 Jahren gemacht hat. Ich bin ja im Glauben schon ein bisschen weiter und kenne ja auch schon die Bibel. Warum soll ich mir jetzt das Kapitel 00 und 01 ansehen? Also 00 ist nur so eine kurze Kanalvorstellung. Ich verspreche euch, das wird nicht langweilig. Das geht mit Kapitel 01, geht das direkt los. Ja? Das fängt zwar an in Johannes 3 und niemand glaubt mir, dass in Johannes 3 noch Dinge zu finden sein wären, die wichtig wären für den Glauben, aber täuscht euch nicht, die Worte Jesu sind viel tiefer und die führen uns tief ins Alte Testament, und da werden schon die ersten Ähren abgeschnitten und da wird schon eine kleine Ernte eingefahren. Ja? Und auf den Worten Jesu baut das alles auf. Jetzt höre ich auf mit meiner langen Rede. Es freut mich sehr, dass diese zum Teil so sehr prophetischen Themen, wo wir uns mit Daniel beschäftigen und der Offenbarung und so weiter, mit den Siegeln und mit den Posaunen, mit den Nachtgesichten Zacharias und all diese ganzen Sachen. Und Daniel 9, 27, der Fürst macht einen Bund mit den vielen für eine Woche und so weiter. Dass diese ganze Thematik beginnt in Johannes 3 zu den Füßen Jesu. Das freut mich sehr, dass diese so sehr prophetischen Themen, die wir hier besprechen, die so kompliziert sind auch zum Teil, die beginnen in Johannes 3 zu den Füßen des Meisters.
wenn man dort sitzt und zuhört, und ich sage das etwas überspitzt jetzt, ja, und mal die Klappe hält und dieses Geplapper mal einstellt, sondern mal wirklich zuhört, was der Meister sagt zu einem Meister Israels, dann kann man da ganz viel lernen. Und wenn Gott dann Gnade gibt und uns in sein Wort einführt, das was sehr, sehr Schönes, ja. Sorry, ich war kurz unterbrochen, meine Kamera hat ausgeschaltet. Ich wollte nur noch kurz sagen, es gibt, glaube ich, zwei Kommentare, wo jemand gesagt hat, das Verfolgen ihrer Videos und das Studieren in der Bibel hat meinen Glauben wieder lebendig gemacht und hat mich bekräftigt in meinem Glauben oder führt mich zum ersten Mal zum wirklichen Glauben, der am Wort Gottes steht und hat meinen Glauben erfrischt. Das hat mich gefreut. Das ist der eigentliche Kern dieses Kanals, ja. Und wenn ihr da einschaltet und die Gedanken da mitgeht, freue mich immer über Kommentare. Wenn ich glaube, dass die nicht an der Bibel orientiert sind, dann schreibe ich das auch. Dürft ihr mir nicht böse sein. Ich formuliere das dann auch, sage hier, du hast da nicht genau gelesen, lies da und da nochmal nach. Und ich glaube, in so einem gegenseitigen Diskurs kommen wir da zu einem guten Ergebnis und zu einem schriftgemäßen Glauben, der Bestand hat. Und wo die Winde, die jetzt wehen und die Wasserfluten, die jetzt hin und her gehen, das Häuslein, das wir auf den Felsen bauen, auf Christus bauen, nicht zerstören wird, sondern das bleibt bestehen. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten euch. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Viel Glaubensmut, viel Glaubenstrotz, denn den brauchen wir auch, ja, brauchen wir mehr und mehr. Viel Durchblick, ja, Diagnosis, viel Durchblick in das Evangelium der Freiheit in Jesus Christus. Ja. Gottes Segen euch, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.